1920 Liter fülle ich nicht aus. Das ist das maximale Ladevolumen dieses Autos. 140 Liter mehr als beim Vorgänger. Wir sehen aber eine leicht ansteigende Linie, die auch nicht ganz 2 Meter lang ist. Also als Camper taugt das Auto für mich nicht, aber darum geht es ja heute auch gar nicht. Denn wir sind mit dem neuen Business-Kombi der Marke VW unterwegs. Das ist der neue VW Passat-Variant in der Business-Ausstattung mit 150 PS-Motörchen. Und den wollen wir uns ansehen und gucken, was könnte denn so eine Car-Policy oder einfach ein privates Budget so hergeben. Wie fährt sich der neue Kombi der Marke VW? Ich hoffe, ihr seid mit dabei hier bei Autonotizen mit mir, dem Bernd, und dem VW Passat-Variant Business. Ganz schön lang geworden ist der neue Passat in 9. Generation. 14,4 cm länger als bisher, streckt er sich von vorne bis hinten. 4,92 Meter ist er lang und damit eigentlich gar nicht mehr so mittelklassig. Aber natürlich ist er in der Mittelklasse weiterhin zu Hause. Wir reden gleich noch über das Format und über den Anspruch des Autos, wollen uns aber erstmal um das Modellprogramm kümmern. Ich habe euch ja den Passat bereits zweimal vorstellen dürfen. Wir konnten ihn schon statisch ansehen, alle Knöpfe drücken. So viele Knöpfe gibt es ja nicht. Und auch über das Design im Exterieur und Interieur sprechen. Und fahren konnte ich den Passat ja auch schon. Auch dazu gibt es ein Video. Damals versteckte er sich aber noch unter Tarnkleid. Mal ein ganz kurzer Abriss für alle Neuzuschauer und Passat-Interessenten. Was gibt es denn so unter der geschwungenen neuen Haube? Die Motorenpalette startet mit einem 1,5 Liter TSI in der Basisvariante, 110 kW oder 150 PS stark. Den haben wir auch hier im Testwagen eingebaut. Der kommt wie alle Varianten serienmäßig mit dem DSG genannten Doppelkupplungsgetriebe. Es hat hier 7 Gänge und er hat eine Mildhybrid-Technologie zum einen und zum anderen auch eine Zylinderabschaltung, also soll maximal effizient unterwegs sein. Darüber gibt es dann einen 2-Liter TSI mit 204 PS und auch noch eine Top-Variante mit 265 PS maximaler Leistung und Allradantrieb. 3 verschiedene Diesel, 2-Liter TDI spielt natürlich auch noch eine Rolle bei dieser Baureihe. Der hat 122, 150 oder 193 PS, der stärkste auch wieder dann mit Allradantrieb. Und es wird den Passat mit 2 Plug-in-Hybriden geben. Die haben die neue PHEV-Antriebstechnologie des Konzerns. Das heißt, der 1,5 Liter TSI, der auch hier drin steckt, aber ohne Zylinderabschaltung, übernimmt den Verbrennerpart. Und dann gibt es 2 verschieden starke E-Maschinen mit 85 kW oder 130 kW. Und die Systemleistung liegt dann bei 204 oder 272 PS, also ist der stärkere Plug-in-Hybrid der nominell stärkste Passat im Modellprogramm. Wichtiger als das ist aber der größere Akku mit jetzt 19,7 Kilowattstunden Netto-Speicherkapazität, damit also fast doppelt so groß wie bisher. Und auch die Reichweite soll entsprechend steigen, nämlich auf bis zu über 100 Kilometer. Man kann dann mit 11 kW dreiphasig den Wechselstrom ziehen oder Gleichstrom mit 50 kW am Schnelllader. Und damit könnte man schon im Alltag natürlich viele Fahrten rein elektrisch dann absolvieren. Wir blicken aber heute mal auf den Passat, den man sich vielleicht entweder als Firmenwagen oder auch als Privatkunde dann eher konfigurieren und leisten könnte. Zu den Preisen komme ich später. Unser Auto hier im schlichten, aber zeitlosen Silber lackiert, ist die Business-Ausstattung. Das ist die 2. Ausstattungslinie über der Basis und hat, wie gesagt, den Basisbenziner unter der Haube. Die Front ist viel runder und flacher als beim bisherigen Modell. Wir haben flache Scheinwerfer, optional gibt es Matrix-LED-Scheinwerfer mit adaptiven Lichtfunktionen, aber nicht das HD-Matrix-Licht mit insgesamt 38.400 einzelansteuerbaren Pixeln. Das gibt es im neuen Tiguan, der wie der Passat auf der MEB Evo genannten weiterentwickelten Plattform steht. Und dann sehen wir hier bei unserem Modell diese verchromten Lufteinlässe. Die Airline als Topmodell hat einen anderen Stoßfänger, der wirkt dann ein bisschen breiter und ein bisschen voluminöser. Das Auto ist höher geworden, es ist breiter geworden ein paar Zentimeter, aber vor allem deutlich länger und auch der Radstand hat ordentlich zugelegt, nämlich um 5 cm. Und den teilt sich der Passat mit dem Skoda Superb, den es ja auch in Neuauflage gibt. Auch dazu gibt es ja schon ein Autonotizen-Video aus dem Studio.
Den Skoda gibt es weiterhin als Limousine und Kombi, den Passat nur noch als Variant. Und wenn man so ganz genau hinsieht, dann erkennt man auch die Ähnlichkeiten der beiden Modelle, wohl auch bis hin zur Rohkarosserie. Da gibt es natürlich keine offiziellen Angaben. Ich vermute es aber, wenn man sich Dachverlauf und alles ansieht, was eben unter dem Blechkleid mit dieser schicken Falze hier ist. Beide werden am gleichen Band gebaut im slowakischen Bratislava. Der Passat hier auf 18 Zoll Leichtmetallfelgen stehend, überzeugt auch weiterhin mit praktischen Zutaten wie soliden Bügeltürgriffen vorne und hinten. Die Dachreling ist hier silber abgesetzt und am Heck haben wir einen relativ schrägen Abschluss, also es ist deutlich flacher die Heckscheibe als beim Vorgänger. Und dann sehen wir hier ein durchgehendes Lichtband, das ist ja auch die typische VW-Designsprache der Neuzeit, wenn man an Touareg denkt, aber auch an T-Cross und den neuen Tiguan, dann ist das hier also identisch. Das Logo leuchtet aber nur beim Touareg, noch nicht beim Passat, noch in Anführungszeichen und Fragezeichen. Der Modellschriftzug sitzt hier mittig auf dem Heck und dann sehen wir hier die Motorisierungshinweislettern, also ETSI für den mildhybridisierten 1,5er TSI. Eine Anhängerkupplung wird es auch geben, je nach Modellvariante bis zu 2200 Kilogramm Anhängelast und das natürlich dann der Maximalwert für die Allradversionen. Blicken wir ins Heck, da kam ich ja eben raus und jetzt haben wir die Lehne der Rücksitzbank aufgestellt. Auch da ist das Ladevolumen deutlich gewachsen, 690 Liter fasst es jetzt beim Passat-Variant. Wir sehen hinter der Ladekante einen ebenen Zugang auf den doppelten Ladeboden. Den kann ich anheben. Darunter gibt es dann die ehemals Reserveradmulde, jetzt eben auch Ablagefach für Tire-Fit-System, Spannnetz und Audio-Soundsystem. Weiter oben haben wir ziemlich viele smarte Details. Einmal hier diesen Gepäckraumteiler, den kann ich hier rausnehmen und dann eben in verschiedenen Stufen arretieren. Das ist schon mal sehr hilfreich, aber da geht noch mehr. Denn unter der Klappe hier gibt es nicht nur ein Ablagefach, sondern auch herausnehmbare Gepäckraumteilelemente, die jetzt hier mit so Klettverschluss festzumachen sind und dann auch echt fest sind. Und wenn du dir jetzt vorstellst, eine Getränkekiste oder irgendetwas, was nicht rumrutschen oder umfallen soll, das kann man dann hier schon ganz gut arretieren. Das ist eine clevere, smarte Lösung, wie ich finde. Auch die Seitenwände sind mit Teppich ausgeschlagen, also da gibt es dann nicht irgendwie Kratzer. Und wir sehen hier Haken, um Einkaufstaschen aufzuhängen, außerdem eine 12-Volt-Steckdose und eine Federvorspannung für die Linienteile der Rücksitzbank. Die ist ein Drittel, zwei Drittel geteilt nach vorne umklappbar mit einer Durchreiche. Dann, wie aber eben schon angekündigt, steigt der Ladeboden leicht an. Die Gepäckraumabdeckung ist ein Rollo, außerdem gibt es ein Trennnetz dann als Option. Und da zeigt der Passat-Variant schon auch in neuer Generation ganz, ganz viele Kombi-Qualitäten. Nicht nur für den Firmenkunden, sondern eben auch für den Familienalltag. Und wie Kinder, Eltern, Großeltern, Kollegen, wer auch immer im Auto so sitzt, das checken wir jetzt bei der Sitzprobe. 2,84 Meter misst der Radstand und der sorgt auch für einen echt großen hinteren Türausschnitt. Also kann man da bequem ein- und aussteigen. Und hier sieht man dann auch, dass die Raumfülle im Vergleich zum Vorgänger nochmal deutlich gewachsen ist. Ich bin 1,92 Meter groß, also mit Abstand nicht der kleinste. Habe den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt. Und dann könnte man hier noch irgendwie einen Fluchtweg bei der feuerpolizeilichen Verordnung irgendwie freigeben lassen. Also hier ist echt extrem viel Platz. Auch die Kopffreiheit ist groß. Das Kombidach geht ja eben lange nach hinten. Und da sitzt man hier schön auf den Außenplätzen. Der Mittelplatz dagegen ist eher Strafbank. Der ist super schmal, auch ein bisschen höher. Und dann sehen wir ja hier auch den Mitteltunnel. Braucht das Auto ja als Verbrenner mit Allradoption. Dann ist es hier natürlich nicht ganz so bequem. Viele Details sind optional zu haben und machen das Leben ein bisschen schöner, aber auch dunkler. Gleichzeitig nehme ich diese Sonnenschutzrollos in den Türen. Finde ich ja persönlich immer ganz gut. Und dann sind die aufgeräumt, wenn man sie nicht braucht. Und man hat hier nicht irgendwie eine Hello Kitty Gesichtsmaske da im Fenster kleben. Außerdem sehen wir in der Türverkleidung die Harman Kardon Schriftzüge für ein optionales Soundsystem. Der Testwagen hat natürlich einiges an Optionen, wie auch das Innenraumpaket mit diesem Art Velour genannten Mikrofasermaterial in Dunkelgrau. Das sieht ganz schick aus. Unabhängig davon gibt es Isofix-Bügel, die extrem praktisch hinter so Klappen in den Rücksitzen drin stecken. Also da ist natürlich auch mitgedacht worden. Die große Mittelarmlehne hat nicht nur zwei Becherhalter, sondern auch einen Halter für ein Tablet oder ich hole mal schnell das Telefon.
Ja, dann kann man hier zum Beispiel auch ein Telefon parken und zwei Menschen können sich hier irgendwie einen Film anschauen. Das ist natürlich schon ganz clever gemacht und es ist auch relativ rutschfest dann hier drauf. Außerdem gibt es eine 3-Zonen-Klimaautomatik, das heißt, ich habe auch hier hinten die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen. Und dann gibt es je nach Ausstattung auch Sitzheizung für die äußeren Plätze im Vor. Lüftungsausströmer sind immer dabei und zwei USB-C-Steckplätze. An den Rückseiten der Vordersitzlehnen haben wir hier oben kleine Ablagen. Da hole ich dann nochmal das Smartphone. Kann man zum Beispiel da ein Telefon reinstecken oder auch Taschentücher. Und hier unten gibt es dann eine größere Ablage. In den Türtaschen sehen wir eine Teppichware. Das heißt, wenn hier was reinliegt, dann klappert es nicht allzu sehr. Da passen große Flaschen rein. Dann auch hier eben unter dem Türgriff. Dann haben wir hier auch Kunstleder wird es sein, vermutlich mit Kontrastnähten. Hier die angesprochene Lautsprecherabdeckung und unterschäumte Kunststoffe. Also das sieht alles ganz adrett aus und ist auch gut verarbeitet. Und natürlich, ich sag's nochmal, einfach immens geräumig hier hinten. Weiter geht's in die erste Reihe. Die Ergo Active Sitze, die wir hier im Auto eingebaut haben, sind sehr bequem. Sie bieten eine Teilverstellung elektrisch, das heißt, wir haben hier eine manuelle Längsverstellung, auch die Höhenverstellung mit der Ratsche, aber dann sehen wir hier auch noch die Möglichkeit, die Lehnen elektrisch zu verstellen, außerdem die Lendenwirbelstütze einzustellen und es gibt dann auch hier den Knopf für die Sitzmassage, natürlich auf langen Strecken auch ganz nett. Die Oberschenkelauflage ist manuell ausziehbar, das freut natürlich große Menschen wie mich und ich finde auch mit dieser teils manuellen Einstellungen kommt man voll zurecht, wenn man jetzt nicht jeden Tag 10 Fahrerwechsel hat bei einem Firmenwagen vielleicht. Das Lenkrad lässt sich auch manuell in der Weite und in der Höhe einstellen. Eine neue Funktion ist die Klimaautomatik für den Sitz. Was bedeutet das? Da denkt man vielleicht Spielerei. Ich habe natürlich Sitzheizung und Sitzlüftung. Ich kann aber auch auf dem Display hier dann ansteuern, dass wir eine Automatikfunktion haben. Sensoren im Sitz erkennen dann, schwitzt der Mensch oder ist es zu kalt und steuern dann Heizung und Lüftung gleichermaßen. Ich konnte das jetzt heute ausprobieren, aber auch schon im ID.7, wo es ja auch neu war, schon mal auf einer längeren Fahrt und das funktioniert wirklich ganz gut. Reden wir über das Lenkrad, denn das muss natürlich erwähnt werden. Wie angekündigt, findet VW zurück zu physischen Tasten und Bedienelementen. Wir haben nicht mehr diese Hochglanz-Touchflächen auf dem Lenkrad. Im Passat gibt es das, im Golf Facelift, aber auch im Tiguan. Bei den elektrischen ID-Modellen dauert es ein bisschen, weil da ist nicht so einfach, dieses Lenkrad, das ja nie vorgesehen war für die Autos, da rein zu konstruieren. Aber hier haben wir jetzt eben die schönen, treffsicher bedienbaren Knöpfe. Auf der linken Seite für die Fahrassistenz mit dem bekannten Travel Assist System, was also Abstand, Spur und Geschwindigkeit hält, aber auch Topografiedaten mit einbezieht und auch natürlich weiß anhand der Navi-Daten, da kommt jetzt eine Ortseinfahrt, bitte den Fuß vom Gas und dann da heranbremst. Das habe ich schon oft gezeigt und funktioniert auch hier wie gewohnt zuverlässig und gut. Auf der rechten Seite kann ich dann das Instrumentendisplay einstellen, auch Musikstücke oder Radiosender verstellen und wenn dann als Option mit an Bord, wie hier die Lenkradheizung ein- und ausstellen. Stichwort Display, das ist natürlich serienmäßig digital in einem Auto, was 2024 auf den Markt kommt. Und da kann ich dann mit der View-Taste im Lenkrad mir hier verschiedene Instrumentenanzeigen, entweder rund oder eckig, hervorrufen. Außerdem dann hier zwischen Bordcomputerangaben, eine Navigationskarte, Fahrassistenzinformationen wählen und mir dann hier noch verschiedene Untermenüs aufrufen und das dann hier alles eben konfigurieren. Logisch aufgebaut, seit Jahren gelernt und das funktioniert gut. Der linke Lenkstockhebel ist überfrachteter als früher. Wir haben hier Blinker- und Fernlichtfunktion, aber auch den Scheibenwischer, denn das DSG hat jetzt hier den rechten Lenkstockhebel besetzt und hier wird dann die Fahrstufe eingestellt. Es gibt nämlich keinen Knubbel mehr auf der Mittelkonsole und auch keinen Handschalter-Modellprogramm, der dann hier den Schalthebel bräuchte. Deswegen haben wir jetzt hier unter Jalousien zum einen die induktive Ladeschale für ein Smartphone mit 15 Watt kann die laden und zwei USB-C-Anschlüsse, die auch stärker sind als früher mit 45 Watt Leistung. Und dahinter haben wir dann zwei Becherhalter. Darüber sehen wir die Lüftungsausströmer und ein bis zu 15 Zoll großes Infotainment-Display. Das ist dann als Option mit dem Navigationspaket an Bord. 13 Zoll sind es in der Serienausstattung. Und das ist nicht nur größer, sondern endlich funktioniert auch die Software viel besser.
Auch das ist bereits aus dem ID.7 bekannt. Ich konnte es aber neulich auch im Golf Facelift schon zeigen. Das heißt, wir haben hier oben eine feststehende Leiste, die ich mir zum Teil auch selber konfigurieren kann. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier das Apple CarPlay-Symbol, kann also direkt meine Smartphone-Integration aufrufen. Aber ich komme dann hier auch auf die Fahrmoduswahl, Eco, Komfort, Sport. Und dann kann ich hier auch im Individualmodus dann verschiedene Stufen auswählen. Wir haben ja bei dieser MQB Evo Plattform das neue DCC Pro mit einer Zwei-Ventil-Technologie. Das heißt, wir haben den Stoßdämpfer und der wird ja dann adaptiv angesteuert. Und statt einem sind es zwei Ventile an der Zug- und der Druckstufe und dementsprechend wird dann die Fahrwerksabstimmung noch ein bisschen feinfühliger geregelt. Also das kann ich hier oben ansteuern, aber auch die Fahrassistenz direkt und dann mit diesen Piktogrammen an- und ausschalten. Und dann komme ich hier auch auf diverse Fahrzeugeinstellungen bis hin zur Verstellung des Head-Up-Displays, wenn es denn als Option im Auto eingebaut ist. Die feststehende Leiste unten erlaubt den direkten Zugriff auf die Klimafunktionen. Also kann ich hier das Klimamenü ansteuern, aber auch Sitzheizung und Sitzlüftung mit der von mir eben angesprochenen Automatikfunktion. Und da kann ich dann auch hergehen und sagen, ich werde irgendwie nass, vielleicht hat es geregnet. Dann bitte trocknen oder maximal heizen und das für Fahrer und Beifahrer. Außerdem kann ich dann auch hier die Massage einstellen. Da habe ich ja den Knopf eben gezeigt. Und wenn ich dann ein anderes Programm wählen will, dann muss ich aber hier auf das Menü im Infotainment gehen und dann kann ich mich auch streichen oder streicheln lassen, Kreisbewegungen und so weiter und so fort. Egal in welchem Menü ich bin, komme ich mit dieser Taste immer wieder zurück aufs Hauptmenü. Der Slider unten ist geblieben, aber nachts dann hinterleuchtet und damit treffsicherer. Das heißt, ich kann auch hier mit Doppelklick dann die Sitzheizung ansteuern oder dann hier auch die Temperatur eben ändern und die Audio-Lautstärke. Ich mache jetzt mal die Sitzheizung wieder aus. Also wir sehen, es gibt drei verschiedene Wege für das Sitzklima zu sorgen. Wenn ich hier oben auf das Kästchen-Symbol gehe, dann kommen nochmal alle Apps, die verfügbar sind, dann hier wie bei einem Smartphone angeordnet. Das Ambiente-Licht kann ich in vielen, vielen Stimmungen, Farben und Helligkeiten einstellen. Dann gehen wir hier mal aufs Parkmenü. Da gibt es dann die Möglichkeit, den Parkassistenten auch anzusteuern, der auch selbsttätig dann sich eine Einfahrt zum Beispiel, einen gemerkten Weg dann zurückfahren kann oder reinfahren kann. Also da kann man das System anlernen. So, gehe ich dann wieder hier zurück. Standklimatisierung haben wir hier mit optionaler Standheizung an Bord bei uns im Falle des Testwagens. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, den Klang zu ändern. Und Ida ist der Sprachassistent und der bekommt dann mit einigen Monaten Verzögerung auch Unterstützung von ChatGPT, der künstlichen Intelligenz, die dann nochmal helfen soll, Navigationsziele irgendwie zu erklären und dass man Sachen darüber lernt. Das schauen wir uns natürlich heute nicht an, weil ChatGPT noch nicht im Auto drin ist. Aber wir können hier schon mal ein bisschen rumdrücken. Das macht ja der deutsche Autotester ganz gerne. Und dann sehen wir hier eine schöne Cockpitlandschaft mit guter Verarbeitung. Hier mal so Kunstlederbezüge mit Kontrastnähten. Dann ist hier auch das Ambientelicht eingelassen. Hier oben haben wir zwar harte Kunststoffe, aber mit so einer Maserung, dass die sich ganz gut anfühlen. Und hier wird es dann auch härter, aber an den Seiten der Mittelkonsole, die relativ hoch baut, dann wieder minimal unterschäumt. Das heißt, wenn ich hier mit dem Bein anliege, dann schmerzt das auf Dauer nicht. Das Armaturenbrett ragt dann hier in die Türverkleidung rein und dann gibt es hier so eine Ausbuchtung, die dann auch dazu dient, dass man ganz gut den relativ kleinen Türgriff erreichen kann. Aber aussteigen will ich jetzt gar nicht, sondern ich schließe hier den Sicherheitsgurt. Wir starten den Motor und ich drehe am Knubbel hier rechts am Lenkrad von P auf D und wir starten zur Testfahrt mit unserem Business Pony. Der 1,5 TSI als Basismotor ist ja das Brot- und Butterauto und zieht natürlich nicht die Butter vom Brot, aber er kann weit mehr als ein nur stupide von A nach B bringen. 250 Newtonmeter ist das maximale Drehmoment. Das wird vom 7-Gang DSG verwaltet. Und da kann man dann schon auch mal kurz zum Beispiel hier Zwischengas geben zum Überholen ansetzen. Dann hört man den Motor ein bisschen, ansonsten bleibt er aber echt im Hintergrund. Und so im Alltag, ganz ehrlich, wenn du nicht immer irgendwie einen schweren Anhänger ziehst oder schwere Ladung transportierst, dann ist das ein Motor, der voll und ganz ausreicht. Der Firmenwagenkunde dürfte vielleicht dann noch eher zum
150 PS TDI schielen, aber wir haben uns bewusst für diesen Testwagen entschieden bei der Fahrzeugauswahl, denn es gibt ja durchaus auch mittlerweile Car Policies in Firmen, die sagen kein Diesel und die dann trotzdem so eine Leistungsgrenze haben. Und dann kommt natürlich dieses Auto hier ins Spiel. Klar, ein Plug-in-Hybrid kann man dann noch günstiger versteuern in Sachen Geldwertevorteil, aber lange Rede, kurzer Sinn, mit dem 1.5er TSI macht man auch im Kleid des neuen Passat-Variant nichts falsch. Das Fahrwerk gefällt gut, das konnte ich ja schon bei der Prototypenfahrt ausprobieren. Gehen wir also nochmal hier in die Abstufung rein. Wir sind jetzt nicht ganz auf Komfort, sondern in Richtung Komfort in der Einstellung. Und das Auto schwingt weniger nach, auch im Komfortmodus, als es früher der Fall war, weil die beiden Ventile halt einfach da gezielter ansteuern können. Und das trägt insgesamt schon zu einem deutlich komfortableren Fahrgefühl bei. Und die Spreizung ist auch größer, wobei der Sportmodus mit einer straffen Abstimmung natürlich jetzt zumindest in dieser Konfiguration wenig Sinn macht. Wir wechseln jetzt mal auf eine Nebenstraße mit leicht welligem Asphalt. Da kann man das dann noch mal besser darstellen, dass, oder auch nachfühlen, dass dieses Schwingungsverhalten eben reduziert wurde. Das Auto bietet einen guten Komfort, angenehm leisen Motor. Die Lenkung, wir haben hier die Progressivlenkung als Option an Bord, die macht auch einen guten Job. Gefällt also echt gut. Der Verbrauch kann auch schön gering gehalten werden. Wir sind in Südfrankreich unterwegs mit dem Auto, das heißt auf der Autobahn war es Maximaltempo 120. Dann sind wir viel auf Landstraßen gefahren, wenig in der Stadt und haben jetzt, wir können nur dem Bordcomputer glauben, am Tag der ersten Testfahrten einen Verbrauch von 6,1 Litern auf 100 Kilometer. Und da hilft natürlich die Mildhybrid-Technologie, dass man ab und zu auch mal das segeln lassen kann, also mit ausgeschaltetem Motor rollen kann, dass man hier trotzdem, dass wir ein großes, schweres Auto haben, eben auch durchaus effizient unterwegs sein kann. Beim ersten Eindruck zeigt der Passat also, er ist ein gutes Auto, er ist wenig aufregend, sondern ja, man kann sagen, die logische Konsequenz seines Vorgängers, der auch schon eierlegende Wollmilchsau war. Mehr zu den Preisen und was ich sonst noch so zum Auto erzählen will, gibt es jetzt im Fazit. Das war die Probefahrt mit dem neuen VW Passat Variant als 150 PS Basis Benziner. Die Preisliste beginnt bei 39.995 Euro für die Basisausstattung. Hier haben wir das Modell Business stehen, das kostet 5.000 Euro mehr, so knapp unter 45.000 Euro. Da ist dann die 3-Zonen-Klimaautomatik dabei, die Ergo-Active-Sitze mit diesem Art Velour-Stoff und viele andere Goodies, die dann eben so das Vielfahrerleben ein bisschen einfacher machen. Und das ist natürlich dann schon ein Auto, was durchaus Privatkunden und Firmenwagenkunden so ansprechen wird, entweder mit diesem Motor oder als 150 PS TDI. Den konnte ich so noch nicht fahren, hole ich vielleicht mal irgendwann nach. Unser Testwagen hier hat natürlich ganz viele Extras, die im Konfigurator dann schon auch lecker wirken und sind. Der hat einen Listenpreis, wie er hier steht, von ein bisschen über 56.000 Euro, ist also dann ja, fast 12.000 Euro teurer als das Grundmodell. Wir haben hier optionale 18 Zoll Felgen, Metallic-Lackierung. Wir haben eine Standheizung drin, dann Paket mit Head-Up-Display, das große Navi und vieles, vieles mehr. Alles braucht man natürlich nicht davon, aber einige Sachen sind schon dann auch ganz komfortabel und erhöhen natürlich auch die Sicherheit. Zum Auto selber habe ich ja während der Fahrt schon eigentlich mein Fazit gegeben. Der Passat kann viel und kann vieles auch noch ein bisschen besser als der Vorgänger. Das DCC Pro ist schon ein Fortschritt in den Nuancen, wenn man dann diese Option wählt. Das Platzangebot hat nochmal deutlich zugenommen und es ist ein Auto für fast alle Lebenslagen, vor allem wenn man auch mal längere Personen wie zum Beispiel mich dann im Fond transportiert. In der Mittelklasse wird es ja so ein bisschen enger. Es gibt keinen Ford Mondeo mehr, es gibt keinen Opel Insignia mehr. Die Asiaten rücken auch ab von Limousine und Kombi. Den Passat gibt es ja auch nur noch als Kombi. Deswegen ist der ärgste Mitbewerber im Nicht-Premium-Segment. Wir könnten jetzt auch 3er BMW, Mercedes C-Klasse und Audi A4, bald A5-Variant nehmen. Dann in den höheren Ausstattungslinien ist dann der Passat vielleicht da auch ein Gegner. Aber in diesem, ich nenne es mal Upper Mainstream Segment, ist der einzige Mitbewerber eigentlich dann im eigenen Konzern zu finden. Das ist der Skoda Superb Kombi und der ist nicht nur Konkurrent, sondern eben auch der technisch eng verwandte
Passat-Konzernbruder. Lasst mich doch wissen, was ihr vom neuen Kombi haltet, wie ihr das Design findet und welche Motorisierung eure Wahl wäre oder welche Ausstattung. Ich freue mich auf eure Kommentare, werde sie alle lesen und auf die meisten davon antworten. Mehr zum Auto gibt es wie immer auch auf der Website autonotizen.de. Das verlinke ich unten. Außerdem findet ihr dann im Text unter dem Video auch den Link zur Playlist mit allen VW-Videos hier auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Danke an den Sebastian fürs Filmen.